1943. Ein russischer Spion namens Perseus stiehlt detaillierte Informationen über das Manhattan Project aus Los Alamos. 1968, der Vietnamkrieg. Angestiftet von Perseus starten Vietcong-Soldaten einen Versuch, eine amerikanische Atombombe aus einem US-Stützpunkt zu stehlen. Vor 5 Tagen habe ich auf einer Mission erfahren, dass Perseus wieder aufgetaucht ist und einen Angriff auf den Westen plant. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Mr. Hudson, wir alle wissen von Perseus. Wir wissen auch, dass er mehr Mythos als Fakt ist. Also ich halte ihn für nicht mehr als ein russisches Schreckgespenst. General Haig, darf ich Ihnen den Mann vorstellen, der darauf am besten antworten kann? CIA Clandestine Special Officer Russell Adler. Er ist einer der wenigen, die es nur annähernd geschafft haben, Perseus zu schnappen. Mr. Adler, warum sollten wir diesen Perseus ernst nehmen? Wissen Sie nicht, Sir. Ja, aber dann werden viele Unschuldige sterben. Warum sagen Sie das? Sir, jedes Mal, wenn Perseus im Spiel war, wurde der Kalte Krieg auf den Kopf gestellt. Wenn er nach 13 Jahren Funkstille aktiv ist, passiert etwas Großes. Etwas, das die freie Welt verändern wird. Mr. President. Mr. President, das sind Jason Hudson und Russell Adler. Ich kenne die Namen. Wer glauben Sie, hat Ihre letzte Mission genehmigt? Ist die Gefahr real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Können Sie Perseus stoppen? Können wir, Sir. Ich habe bereits alles Nötige für mein Team beantragt. Sir, diese Anträge sind höchst irregulär. Wahrscheinlich illegal, wenn die Presse davon... Was zur Hölle reden Sie da? Wissen Sie, wer wir sind? Jede Mission von uns ist illegal. Sergeant Woods, glaubhafte Abstreitbarkeit ist das Rückgrat unseres Wirkens. Wir reden über das Verhindern eines Angriffs auf die freien Menschen der Welt. Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Gentlemen, Sie haben eine wichtige Aufgabe. Beschützen Sie unsere Art zu leben. Es gibt keine größere Pflicht, keine größere Ehre. Auch wenn nur wenige von ihren Mühen erfahren werden. Seien Sie sicher, die ganze freie Welt profitiert davon. Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht. Hier spricht Hudson. Wie lange, bis wir eine Spur zu Perseus haben? Es geht bald los. Adler ist in West-Berlin. Er sollte bald am Unterschlupf sein. Vertrauen Sie ihm? Da fragen Sie wohl den Falschen, Black. Was ist mit seinem Team? Eine starke Gruppe. Er hat Sims und Azulay aufgestöbert und einiges getan, um Helen Park vom MI6 zu bekommen. Bald haben wir auch Mason und Woods. Wegen Park bin ich mir nicht so sicher. Sie und Adler kennen sich von früher. Natürlich will er sie dabei haben. Und unser Neuzugang? Bell? Erinnern Sie mich nicht daran. Das ist jemand, den wir im Auge behalten müssen. Ja, und damit willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops Cold War. Und jetzt können wir unseren eigenen Charakter erstellen. Also eigenen Charakter kann man hier nicht wirklich sagen, weil wir keine eigene Stimme haben. Wir haben nicht mal ein richtiges Aussehen. Aber unser Alias ist Bell. Und wir werden auch wichtig für die Story sein. Und hier werden wir nochmal unser richtiger Namen draufschreiben. Geburtsort, genau, Afrika. Nein, Europa. Europa. Hautfarbe spielt eigentlich keine Rolle, weil wir werden ja eh nicht gesehen. Männlich. Wir arbeiten bei der CIA. Jetzt können wir hier noch ein paar Perks auswählen. Kugelschaden. Schubdauer. Volles, Bewegungstempo würde ich nehmen. Und dann würde ich hier vielleicht
Position auf der Hüfte. Munitionskapazitäten um ein Magazin erhöht. Erlittene Explosionsschaden um 50% reduziert. Boah. Oh, das ist geil. Nachladetempo. Ja, damit bin ich eigentlich zufrieden. Bestätigen. Sobald du bestätigst, kannst du das Personalprofil deines Charakters nicht mehr ändern. Ja, ist mir eigentlich egal. Das ist immer noch eine Kampagne. Bell, willkommen in West-Berlin. Wir haben eine Mission. Park. Adler. Bell. Fangen wir an. Ui, das ist sozusagen unser Hauptquartier. In den letzten 48 Stunden gab es vermehrt russischen Funkverkehr. Die CIA und das Verteidigungsministerium löchern ihre Quellen nach etwas Wertvollem. Bisher nichts über Perseus. Der MI6 hat auch noch nichts gefunden. Irgendwo müssen wir anfangen. Also kehren wir hierher zurück. Vietnam, 1968. Unser bisher intensivster Kontakt mit Perseus. Scheiße. Ein Teil von mir hat gewusst, dass uns die Mission nicht in Ruhe lässt. Pack alles aus, was wir über den Angriff in Da Nang haben und zeig es Park. Sie vergleicht es mit MI6-Daten. Wir suchen Codenamen, Übertragungen, Verbindungen zwischen Russland und der NVA. Alles, was eine Spur sein könnte. Alles klar. Bell, hier kommst du ins Spiel. Wir brauchten die Besten der CIA für SOC und genau deshalb habe ich dich wieder angefordert. Geh zur Beweistafel. Wir verfolgen unsere Schritte durch Da Nang zurück. Alles, was eine Spur zu Perseus sein könnte. Genau, wie ich gesagt habe, hier ist das Menü. Hier können wir auch mit den Leuten reden. Danke, Agent. Sender wechseln. Aha, cool. Und ganz viele andere Dinge. Interagieren. Radio. Ja. Aber wir machen erstmal hier das, was hier steht. Die Beweistafel. Mithilfe der Beweistafel kannst du dir nächste Missionen auswählen, folgende Missionen wiederholen oder Beweise untersuchen. Wenn du dieses Symbol siehst, sind neue Beweise verfügbar, die in der nächsten Mission nützlich sein können und mehr. Also die Dingens, diese Beweise, die sind halt einfach nur solche Gimmicks. Da, 1961 erhält Russell Adlers SOG-Team von der CIA den Befehl, eine wertvolle Fracht in einem Stützpunkt in Da Nang zu sichern. Ja, dann gehen wir noch rein. Also gut, Bell. Gehen wir zurück nach Vietnam, als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Es war Ende Januar 68. Wir waren ein gemeinschaftlicher CIA-SOC-Einsatztrupp eingebettet in das 3. Marineregiment bei Da Nang. Die SOC war dort, um sowjetische Aktivitäten auszuspionieren. Es hieß, russische Agenten seien in der Region aktiv. Perseus war in Vietnam nicht in Erscheinung getreten. Das änderte sich in Da Nang. Irgendwie hatte Perseus von der Operation Fracture Jaw erfahren. Fracture Jaw? Die ging ordentlich in die Hose. Startpunkt war Camp Haskins. Ja, das Drecksloch werde ich nie vergessen. Diese Erinnerungen brauchen wir. Kein Detail ist zu winzig. Ein Gesicht, ein Name. Wir suchen nach allem, was uns zu Perseus führen kann. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In einem Feld voller Heuhaufen. Vielleicht, aber die Nadel ist irgendwo. Denk dran, wir hatten eine Mission. Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Bell, Zeit zum Aufstehen. Es geht los. Los geht's hier im Vietnamkrieg. Boah, das ist cool, jetzt hier auch beim Vietnamkrieg mitzumachen. Also natürlich nicht komplett, weil... Komplett willkommen dabei, zu einem weiteren Tag in Camp ewig. Unsere kleine Oase in diesem gottverlassenen Scheiß. Du aber cool hier, hier auch den Vietnamkrieg zu sehen. Oh, das wird hey, nice. Butcher! Was macht der Arm?
Tut immer noch sau weh, aber immerhin kann ich ihn bewegen. Ja, das ist doch toll. Beweg ihn mal weiter. Hui, oh mein Gott. Es gibt mir gerade so richtig Black Hawk Down Vibes. Okay, ich höre auf. Jetzt geht's richtig los. Jetzt denke ich mir so, jetzt beginnt ein richtig geiler Krieg. Obwohl, Vietnamkrieg war natürlich nicht geil. Hey, Sims, diesen Mist zu lesen macht blind. Wusstest du das? Ja. Deshalb soll alles hier oben rein. Belle, du fliegst mit Sims. Ihr habt meistens guten Einfluss aufeinander. Wir haben einen neuen Auftrag. Basis Ripcord 4 hat einen wertvollen Gegenstand, den Charlie unbedingt haben will. Was denn für ein Gegenstand? Einen, der dich nichts angeht. Ripcord musste verdammt viel einstecken. Also müssen wir die Fracht jetzt sichern und da rausbringen. Ganz ruhig. Wir haben ein paar verdammt schnelle Vögel, die Luftunterstützung bieten. Das wird ein Kinderspiel. Headsets auf. Alle Vögel melden, wenn bereit. Badger 9-1 ist abflugbereit. Badger 9-2 ist bereit. Badger 9-3, Rotoren laufen. Alle Vögel, los, los, los. Gas geben und hochziehen. Alle Vögel sind in der Luft. Sitzen auch alle bequem? Oh Mann, Adler! Warum habe ich diese Ahnung, dass du schlechte Nachrichten hast? Weil du ein schlauer Junge bist, Sims. Sind aber nicht schlecht, könnten sogar sehr, sehr gut sein. Die Fracht bei Ripcord muss noch ein bisschen warten. Wir spalten uns von der Armada ab, ein kleiner Umweg. Und das ist gut, weil? Ein Informant berichtet von einer großen Nummer in der Stadt. Einem Sowjetagenten namens Perseus. Oh, scheiße. Ich schätze deinen Enthusiasmus, Sims. Wenn unsere Quelle stimmt, ist das eine Goldmine an Geheimdaten. Als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Nähern uns jetzt dem Dorf. Roger, richten eine Landezone ein. Und auf geht's in den Krieg. Oh, da beginnt's jetzt schon. Feuer frei! Das ist COD-Kampagne. So muss eine COD-Kampagne sein. Schön alles geballert, schön Action. Und einfach alles Explosion. Gott verdammt, mehr Raketen werfen auf den Wettern. Keine Sorge, ich mir sie weg. Oh, verdammt nochmal. Die Vietnameser haben keine Chance. Genau so wird das gemacht. Genau so. Okay. Bring uns runter. Ziehen wir es durch. Verstanden. Los geht's. Ich hab Kontakt. So, und da bist du sicher, Adler? Sind wir auch endlich unten. Eure Priorität ist die Sicherung von Dunn. Cool, wie diese Vietnameser haben alle so Hüte auf. Unsere Quelle hat die Russen bei einem Gebäude in der Innenstadt gesehen. Ja, nähern uns. Raus hier! Immer weiter vorwärts! Ihr seid nah dran! Sims, Bell, das ist das Gebäude! Ja, kurz den erstechen. Ich finde auch das Gameplay hier von Cold War sehr, sehr schnell. Also ich kann hier übelst krass Slide canceln. Hallo? Ja, jetzt. Ich dachte schon. Macht einfach gerade ultra viel Spaß. Gut, und hier mit der M16 direkt alle wegballern. Bereich gesichert. Okay, geht rein. Seht nach, was wir da haben. Au. Los, Bert. Ich bin direkt hinter dir. Ihr seid wahnsinnig so treffsicher. Gut, hoch, hoch, hoch. Der sah aber nicht aus wie ein Vietnameser. Oh, eine rote Tür. Wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Hörst du das? Du bist dran, Bear.
Öffne die Tür. Verstanden. Alles gut, Sims? Adler, wir bestätigen. Sowjets vor Ort. Sicher? Tja, ich habe zwei Leichen vor mir, die eindeutig keine Vietnamesen sind. Bell, schnapp dir die Daten. Sehen wir mal, mit wem sie gequatscht haben. Ja, gucken wir mal. Mission erfolgreich. Wir haben die Daten. Hauen wir ab. Sehr gut. Verliert die Daten nicht. Wir kommen euch jetzt einsammeln. Verstanden, Adler. Auf zum Extraktionspunkt. Alles klar. Zurück zur Armada und holt die verdammte Fracht. Da kommen sie. Los, Sims. Wir müssen raus hier. Hier, Ripcord. Stehen unter schwerem Beschuss. Vietcong brechen durch. Wie ist der Status? Wir kommen, Ripcord. Mach die Fracht frei für Transfer. Roger, 9-1. Wir halten die Fracht so lange wie möglich sicher. Ripcord, Ende. Bro, wie können wir jetzt einfach den Heli steuern? In den Bergen sind überall Vietcong. Keine Zivilisten hier. Alle Ziele sind bestätigt. Draufhalten, Bell! Ziel auf die Hütten! Ich sag ja, diese Kampagne ist ultra geil. Gefällt mir jetzt schon. Obwohl wir noch nicht mal richtig angefangen haben. Gefällt mir jetzt schon. Übelst. Wir können einfach mit dem Heli rumfliegen. Seit wann haben Sie Vietcong denn Vögel? Haben Sie nicht. Beschissene Sowjets. Den Hype da ausschalten. Sowjets sind auch hier. Verdammt nochmal. Hier ist Badger 9-1. Wir sind im Anflug. Verstanden, 9-1. Basis ist umkämpft, also passt auf euch auf. Wir tun, was wir können, um eine Landezone zu sichern und machen die Fracht anflugbereit. Verstanden, Ripcord. Genau so! Vietcong-Konvoi auf der Straße! Schaltet die Vorratslaster aus! Jeder einzelne davon liefert dem Feind neue Waffen! Kann ich nochmal sagen, wie schön hier das Spiel ist? Also, vor allem hier gerade... Um diese schönen Tropen umzufliegen, ist echt geil. Wir müssen die Vietcong-Verstärkung zurückdrängen, bevor wir überrannt werden. Achtung, wir haben mehrere Vögel in der Luft. Schießt vorsichtig. Der Feind hat sich rings um den Hügel verschanzt. Wenn wir die Stellungen nicht ausschalten, haben wir keine Chance zu landen. Mach sie fertig. Badger 9-1, unsere Aufklärer melden eine erhebliche feindliche Truppenstärke aus Richtung Süden. Wir müssen sie abfangen. Oh, ich hab aus Versehen die Basis gerade voll ge... Ballert. Tut mir leid. Weiter so. Junge, wie mächtig ich mich fühle. Ich kann mir nicht übelst wieder Raketen feuern. Badger 9-1, Sie dringen durch das Haupttor ein. Wir halten nicht mehr lange durch. Durchhalten, Ripcord. Wir sind auf dem Weg. Feuer auf den Panzerwagen. Bleib am Konvoi dran. Raketen bereit! Verdammt, ja! Oh, noch mehr Panzer kommen da. Aber sie sind weg. Badger 9-1, Landefreigabe erteilt. Verstanden! Badger 9-1 setzen auf! Badger 9-1 landet jetzt. Basis ist umkämpft, also passt auf euch auf! Verstanden, Ripcord! Sind Sie Adler? Mac wie Sock? Ja, ja! Geht das auch irgendwie schneller? Ja, Sir, vielen Dank! Danken Sie nicht mir, danken Sie Bell. Er hat uns ein scheiß Telefonbuch voller russischer Daten beschafft. Gehen wir, jetzt! Viel Erfolg, Commander. Eine Bombe? Soll das ein Witz sein, Adler? Eine Absicherung, mehr musst du nicht wissen. Sind wir schon so verzweifelt? Noch nicht. Alles nur wegen mir haben wir die Atombombe von den Sowjets gestohlen. Oh, verdammt nochmal! Mayday, Mayday! Oh, fuck. Keine Sorge! Mehr. Doch Perseus wusste es. Sind alle noch am Leben? Ich bin halb angeschlagen. Sims! Bell! Status! Es geht. Geht's gut. Fuck.
Aber den nicht. Bell, bring das Geschütz zum Laufen, bevor wir überrannt werden. Verstanden. Ihr kriegt uns niemals. Gesichert. Ach, ich muss hier raus. Noch Unterstützung! Bell, ruf die Vögel! Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Okay, aber mit der MG müsste das schon klappen. Keine Sorge, Leute. Bell übernimmt das. Okay, doch nicht. Wo ist die Luftunterstützung? Ja, das weiß ich auch nicht. Braucht halt eine halbe Ewigkeit. Fuck, das war's mit uns. Bell, schmeißt die Granate rüber. Ach, dann nicht. Fuck, wir werden überrannt. Haben Sie uns übersehen? Ich weiß es nicht. Alter, wie viele stehen denn hier? Moment! Da kommt sie! Ich muss nachladen. Bell! Bist du noch da? Ja, ich bin noch am Leben. Hauptsache, wir sind noch am Leben. Alles super. Ob das wohl als Erfolg durchgeht, Sims? Wenigstens ging die Bombe nicht hoch. Viel wichtiger. Wir haben Infos über Perseus. Wir haben eine Mission. Es ist nicht vorbei. Noch lange nicht.